Zwei Bilder wechseln schnell vor ihren Augen. Unsere riesige Erde und eine schwarze Leere. Das Bild der Erde wird jede Sekunde kleiner. Sie fliegen weg vom Raumschiff in ein endloses Vakuum und wissen nicht, was sie als nächstes tun sollen. Die internationale Raumstation fliegt 400 Kilometer über der Erdoberfläche. Für die Astronauten, die dort arbeiten, sind Weltraumspaziergänge Routine. Bis heute haben Astronauten mehr als 11.000 Stunden in der schwarzen Leere verbracht. Glücklicherweise ist in all dieser Zeit noch nie jemand in den Weltraum geflogen, ohne zurückzukehren, wie wir es aus den Filmen kennen. Unglücklicherweise stehen Astronauten bei Weltraumspaziergängen jedoch anderen, nicht weniger schrecklichen Gefahren gegenüber. Ein solcher Unfall passierte im Jahr 1966. Eugene Cernan zog einen Düsenrucksack an und begab sich ins All, um einige Reparaturarbeiten durchzuführen. Der Düsenrucksack, der einem Astronauten hilft, den Flug bei Schwerelosigkeit zu kontrollieren, heizte sich stark auf. Eugene zog spezielle Schutzhosen aus Metall an, um sich vor dieser Hitze zu schützen. Der Hitzeschutz funktionierte nicht, als er ins All ging. Anstatt die Hitze von seinem Körper abzuleiten, begann die Hose zu heizen. Der Anzug war schwer und unbequem, wie eine Ritterrüstung. Er rieb seine Haut und beschränkte die Bewegungsfreiheit. Die Arbeit in der Schwerelosigkeit ist körperlich sehr anstrengend. Doch an diesem Tag musste Eugene auch noch mit der starken Erhitzung seines gesamten Anzugs zurechtkommen. In seinem Raumanzug fühlte er sich, als wäre er in einer heißen Badewanne. Hohe Temperaturen und harte Arbeit führten zu Überanstrengung, Dehydrierung und starkem Gewichtsverlust. Sein Gesicht schwitzte und Schweißtropfen blendeten ihn. Während dieses Weltraumspaziergangs verlor der Astronaut etwa 13 Pfund an Gewicht. Andere Astronauten kamen zur Hilfe und brachten ihn zurück zu seinem Raumschiff. Um Überhitzung zu reduzieren, besprühten sie ihn mit kaltem Wasser aus einem Schlauch. Im übertragenen Sinne muss ein Astronaut, um in einen unendlich großen, offenen Raum hinauszugehen, einen Anzug anziehen, der einem Körperkäfig ähnelt. Ein weiterer gefährlicher Vorfall ereignete sich 1973. Zwei Astronauten, Pete Conrad und Joe Kerwin, begaben sich ins Weltall, um eine Solarflügel an der Skylab-Raumstation zu reparieren. Der Flügel drehte sich nicht und die Astronauten versuchten, ihn manuell zu bewegen. Mit Kraft drehten sie den feststeckenden Flügel, doch dieser stieß sie ab. Der Stoß war so stark, dass er beide Astronauten zur Seite schleuderte. Sie hatten keine Zeit, sich an einer nahen Oberfläche festzuhalten und begannen, ins Weltall zu fliegen. Glücklicherweise hatten sie Sicherheitskabel, die es den Astronauten nicht erlaubten, für immer wegzudriften. Indem sie diese ergriffen, kehrten die Astronauten sicher zurück. In einem gewöhnlichen modernen Raumanzug gibt es mehr als 10 Schutzschichten. Ein solcher Anzug schützt gegen extreme Kälte und heiße Temperaturen. Er ist reißfest und lässt keine Feuchtigkeit von außen eindringen. Dieser Schutz ist notwendig, um eine Entdruckung zu verhindern. Wenn zwischen Ihrem Körper und dem Weltraum ein kleiner Durchgang entsteht, beginnt der gesamte Sauerstoff aus dem Raumanzug auszutreten. Je mehr Sauerstoff der Anzug verliert, desto mehr Vakuum entsteht. Dies führt zu schrecklichen Folgen, wie etwa Erstickungsgefahr und vergrößertem Körpervolumen. Es sieht so aus, als würden sie von innen aufgeblasen. Im Jahr 2007 ging Rick Mastracchio ins All, um einige Reparaturarbeiten durchzuführen. Aus irgendeinem Grund gab es ein Loch in seinem linken Handschuh neben seinem Daumen. Es befand sich auf der äußeren Schicht des Handschuhs. Aber das Schlimmste war, dass der Astronaut es nicht bemerkt hatte. Er arbeitete weiter, als ob nichts passiert wäre. Aber eine beschädigte Schicht könnte die zweite zerstören. Die zweite könnte die dritte zerreißen. Und so weiter, bis das Vakuum die Haut des Astronauten erreichte. Rick sollte 6 Stunden im Weltraum arbeiten. Aber während der 4. Stunde bemerkte er den Schaden an seinem Raumanzug. Der Astronaut meldete dies dem Kommando und erhielt einen dringenden Befehl, zum Schiff zurückzukehren. Er hat nie herausgefunden, wie das Loch entstanden ist. In der ISS gibt es viele Chemikalien, die für die Arbeit im Weltraum notwendig sind.
Zum Beispiel hat Ammoniak die Eigenschaft, fast jede Oberfläche zu gefrieren. Dieser chemische Frost wird verwendet, um einige Komponenten der Station bei Überhitzung zu kühlen. Ein Austreten dieser Substanz auf der ISS ist praktisch unmöglich. Genau dies hörte Astronaut Robert Kirby von Experten während der Ausbildung vor seinem ersten Flug ins All. Aber genau dieses Unglück passierte ihm bei seinem ersten Weltraumspaziergang im Jahr 2001. Robert arbeitete außerhalb der Raumstation, als ein Ammoniakleck begann. Die Flüssigkeit spritzte über seinen Raumanzug. Eine dicke Eisschicht bedeckte schnell das Glas. Robert sah nichts. Er fürchtete, dass er etwas kaputt gemacht hatte. Aber der Unfall war nicht seine Schuld. Die Schutzschichten des Raumanzugs ließen Robert nicht einfrieren, aber das Ammoniak schränkte seine Bewegungen stark ein. Das Hauptproblem bestand darin, dass er nicht zum Schiff zurückkehren konnte. Ammoniak könnte in die Station gelangen und dies könnte zu einem Notfall führen. Robert musste 1,5 Stunden im Weltraum ausharren und darauf warten, dass das Leck gestoppt wurde. Danach kehrte er erfolgreich zur Station zurück. Um zu verstehen, wie schwierig die Arbeit im Weltraum ist, müssen wir verstehen, was ein Raumanzug ist. Er wiegt 280 Pfund. Das entspricht dem Gewicht eines Rollers. In der Schwerelosigkeit werden sie sein Gewicht nicht spüren. Aber er wird sie dennoch zum Schwitzen bringen. Astronaut Chris Hadfield hat es so beschrieben, dass jede Bewegung innerhalb ihres Raumanzugs auf Widerstand trifft. Der Anzug kratzt an deiner Haut, quetscht deine Knochen und Gelenke und zwingt dich dazu, doppelt so viel Energie für einfache Bewegungen aufzubringen. Unter solchen Bedingungen beginnst du zu schwitzen und deine Augen werden nass. Diese Feuchtigkeit fliegt innerhalb des Helmes herum und blendet dich, bis sie verdunstet. Aber wenn es zu viel Feuchtigkeit gibt, kann dies das Leben eines Astronauten bedrohen. Ein solcher Fall ereignete sich 2013 mit dem Astronauten Luca Parmitano. Er ging ins All, um außerhalb der Station etwas zu messen. Irgendwann spürte er, dass der Hinterkopf nass war. Er informierte die anderen darüber und erhielt den Befehl, zur Station zurückzukehren. Als Luca zurückkehrte, musste er sich umdrehen. Sobald er dies tat, strömte Wasser in seinen Helm. Es bedeckte den größten Teil seines Gesichts. Luca konnte weder sehen noch hören. Er versuchte, die Basis über den Vorfall zu informieren, aber das Wasser bedeckte seinen Mund. Glücklicherweise retteten ihn seine Partner und halfen ihm, zur Station zurückzukehren. Als sie den Helm öffneten, goss fast 1,5 Liter Wasser heraus. Die Kabel der Astronauten gehören zu den zuverlässigsten Abwehrmaßnahmen gegen das Wegtreiben im Weltraum. Doch was wäre, wenn eines durch einen starken Stoß bricht oder weil der Astronaut es nicht gut befestigt hat? Für zusätzlichen Schutz gibt es einen Rucksack namens Safer, vereinfachte Hilfe für Eva-Rettung. Es ist wie ein Jetpack. Es lässt Gas aus kleinen Röhren strömen und ändert die Flugrichtung. Wenn du im Weltraum herumwirbelst, stoppt Safer und richtet deine Bewegungen aus. Du kannst die manuelle Steuerung übernehmen und mit einem speziellen Joystick fliegen. Safer wurde erstmals 1994 verwendet. Bevor Ingenieure es jedoch schufen, gab es die MMU, die Manned Maneuvering Unit. 1944 benutzte der Astronaut Bruce McCandless sie zum ersten Mal. Möglicherweise haben Sie dieses berühmte Foto gesehen, auf dem er ohne Kabel im Weltraum schwebt. Das Problem war, dass Bruce der erste Tester eines solchen Jetpacks war. Er war sich nicht zu 100% sicher, ob es funktionieren würde. Er ging ins Weltall und löste das Kabel von sich. Es gab nichts anderes, was ihn davon abhielt, in den unendlichen schwarzen Abgrund zu fliegen, und sein Team könnte ihn nicht retten. Stellen Sie sich vor, wie beängstigend das gewesen sein muss. Glücklicherweise funktionierte das Jetpack. Nach 3 Missionen entschied sich die NASA jedoch, die MMU nicht mehr zu verwenden, da sie unsicher war. Danach erfanden Ingenieure Safer. Jetpacks und Kabel sind zuverlässige Sicherheitssysteme. Aber der beste Schutz für einen Astronauten im Weltraum sind ihre Fähigkeiten. Jeder Astronaut hat 6 Jahre Hochschulbildung und mehrere weitere Jahre Training.
Sie verbringen viele Stunden mit Training in virtueller Realität mit Weltraumspaziergang-Simulation. Sie trainieren ihren Körper, ihre Ausdauer und ihren Geist, da in einer gefährlichen Situation im Weltraum das Wichtigste ist, nicht in Panik zu geraten und ruhig zu bleiben.